Wäschelein. Ja, Wäschelein und we need food. Ja. Ich glaube aber eher, die brauchen Trockner, wenn ich das hier so sehe. Naja, ich würde mal glatt sagen, ich mache jetzt die Karte. Karte? Genau, und da gehen wir jetzt hin. Genau, wir gehen jetzt zum Space Administration. Genau, sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Dann würde ich mal sagen, ich habe meine Waffe ja wiedergefunden, habt ihr ja gesehen. Ja. Ich habe gewundert, wie sowas passieren kann. Dann habe ich wohl irgendwie für Klicky-Klackert gemacht. Kennen Sie Klicky-Klacker? Klicky-Klacker? Kennen Sie das noch? Nee, Klicky-Klacker sag ich mir nicht. Also, das ist aber nicht diese Holzeisenbahn, oder? Aber die hieß so ähnlich, ne? Klick-Klacks oder sowas? Kann das sein? Klick-Klacks? Oh, so schön am frühen Morgen hier durch das warme Washington. Keiner da. Ja. Wir laufen ganz alleine durch die Gegend. Ja, ja, schön. Ist ausgerottet. Ja, komplett. Alles ist zerstört. Wir sind die letzten Überlebenden einer. Eigentlich die letzten Überlebenden. Wir sind die Hoffnung der Menschheit. Ja. Wir haben bis jetzt keine Frage, alles gerettet. Wir haben schon wieder was im Auge, ja. Oh, komm mal her, Kontrollpunkt entdeckt. Oh ja. Ein feindlichen Kontrollpunkt. Wir haben eigentlich alles gerettet. Ja, aber ich sehe hier nichts, hier so dunkel. Jetzt lassen wir uns nicht zu weit. Naja, wir gehen jetzt weiter. Wir wollen den Auftrag ja erfüllen. Genau, wir wollen in Space. Ah, hier ist auch noch was. Ja? Aber das habe ich schon gegessen, habe ich genug. Und hüpf! Haben Sie gesehen, wie geschmeidig ich darüber gesprungen bin? Nee, das ist mir. Schauen Sie mal. Schauen Sie mal. Hüpf. Ja, die schießen da rum. Da müssen wir rein. Wir müssen sie aktivieren hier. Ich muss nichts aktivieren. Ich kann nur reingehen. Ja, dann gehen wir da rein. Und denken Sie dran, halten Sie den Rücken. Durchkämmen Sie das Gebiet, beschützen Sie die Ausrüstung und eliminieren Sie jedes Mitglied der Black Tusks. Aber hier ist auch niemand. Ach, da sind sie. Oh ja. Ich nehme mal einen Geschütz. Noch nicht. Nein? Nicht zu schnell. Ja. Ich stelle mein Geschütz hier oben auf den Hummi drauf. Ja, mache ich auch. Bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Denken Sie, es kann auch jemand durch das offene Tor hinter Ihnen kommen und hier reingekommen. Dann habe ich aber die falsche Position. Ich schmeiß mal Rolli. Wenn gleich irgendwas von hinten kommt, wissen wir Bescheid. Ja, ich halte immer so zwischendurch mal ein Auge da. Ich hab keine Muni mehr. Nehmen Sie eine andere Waffe. Oh, hinter uns ist einer. Ich hab schon gesagt, sehen Sie? Ich hab keine Muni. Hinter uns ist einer reingekommen. Wir wollten so Schäumi. Nehmen Sie einfach eine andere Waffe. Wenn Sie eine andere Waffe ausrüsten, dann sind Sie erstmal nicht. Schwere Verwundung entdeckt. Habe. Komm, Gelbe? Ja, der Scharfschütze ist da. Nee, der ist weg. Ah doch, der ist da. Ich sehe den aber nicht so richtig. Der soll mal hochkommen. Kann ich ihn auch begrüßen. Ich versuch mal mit den Granatenräume. Muss mal ein bisschen vor... Ah, jetzt sehe ich ihn. Muss ich mal um jeden am Geschütz kümmern. Wow. Wehgetan.
schaffen sie bestimmt nicht. Ich will da keine Blumen mehr. Verdammt. Oh, scheiße, Mann. Ich muss unbedingt das Maschinengewehr bekommen. Ich muss mir gleich in der Basis, oder was? Beim nächsten Einsatz dann das Maschinengewehr holen. Ich will das gar nicht. Versuch mal was. Da oben ist weg. Ja, ich geh mal ein bisschen vor, weil ich brauche hier unbedingt einen Mond. So. Dann geh ich mal hier rüber. Ich brauche überhaupt Mond. So, Schattenschutz, jetzt bist du reif. Da, ich hab ihn. So, ich brauch Muni. Ja, hier drin ist wahrscheinlich eine Kiste. Ich brauch unbedingt Mond, unbedingt. Keine Munition mehr. Doch gar nicht. Haben Sie irgendwo Muni? Wahrscheinlich hier im Gebäude. Bitte? Hier im Gebäude, aber da sind ja noch welche da draußen, ne? Da oben, da. Wo kommen die denn her? Sind die hier oder sind die draußen? Ich hab keine Ahnung. Warten Sie mal. Draußen sind die? Die sind gar nicht hier. Nein, die sind ja draußen. Okay. Also ich will mal eben hier noch das Kugellager mitnehmen, hier liegt noch eine Mod für eine Olli. Nehme ich auf jeden Fall noch mal mit. Moment. Mach ich mal eben hier was kaputt. Ich hab wieder 358 Schuss. 378 Schuss. Klingt gut, Herr Hoxton. Zerlege mal hier die Objekte. Sonst wäre es auch schlecht gewesen. Das hätte keine, wir hätten sonst keine Chance gehabt. Ja, 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 ja. Schon heftig irgendwo. Kann ich auch mal zugeben, ne? Ja, auf jeden Fall. Holla Herzchen, würde ich mal so. Ich mach die mal komplett hier leer, dann kann ich mal wieder ein bisschen was aufnehmen. So. Dann gucke ich mal eben wegen dem, wegen der Mod. Kann ich sie nämlich auch nehmen. Dann könnte ich eventuell sogar die ausrüsten auf das Kugellager. Mal gucken. Ein Kugellager. Wirkladungsplatz ist leider immer noch leer. Kugellager, wo ist denn das Kugellager, Freunde? Phosphor-Streumin habe ich. Was sie da macht, das könnte er natürlich. Ach, da ist sie. Ja. Nimm ich das mal. Okay. War irgendwie nicht so weit. Dann können wir reingehen. Ehrlich, ist es wahr? Ja, dann gehen wir doch mal rein. Könnt ihr so noch was? Na, nur ein bisschen Wisserchen. Hallo? Kann sich mal auf? Ja. Ein Black-Tusk-Transporter kommt in Ihre Richtung. Endlich, jetzt bin ich komplett voll mit Muni. Ja, ich hab auch. Oh, da liegt noch was. Wie konnte uns das denn passieren, dass wir da keine Leads mehr hatten? Ich weiß nicht, weil wir vorher so viel verballert haben. Wir hatten ja diese Mission. So, dann kommen Sie mal. Kommen Sie? Das war ja für euch in der letzten Folge sichtbar. Absolut. Da haben wir wahrscheinlich uns verausgabt. Ah, Black-Tusk, komm! Ja. Hallo, nee. Sind die da denn? Ja doch, das sind die Zerstörer. Hau drauf. Wir immer die machen uns Schaden, diese roten. Wenn die dann so rot leuchten, da gibt es richtig Schaden. Da ist ein Heilemann. Ja. Komm und weg. Ja, ich versuche hier gerade meine. Wieder so ein Heile-Ding da hingelegt. Ja. Lass mal eine Rolli. Mach den Weg. Ja, der ist gleich weg. Denk ich ab. Jawohl, das ist mal kurz. Komm, da bin ich von oben. Ja, Feind hat eine in der Westen. So weit vorrücken. Komm hoch.
Fehler ist down. Das ist aber auch keiner da hinten, der mit einer Panzer. Oh, pass auf, ich versuche den jetzt mal da zu kriegen mit dem Sniper. Ja, ich hab verstanden. Aua! Sie müssen den mal ein bisschen unterhalten. Also mal Sperrfeuer drauf. Ist der Pista nicht, ne? Okay, der ist vom Geschütz weg. Der kommt runter. Ja, ist gut. Okay. Ja, down. Ja, schön. Gute Arbeit. Ja, einsammeln. Ich hab nichts mehr. Oh ne, da kommen noch welche. Okay, dann bleiben sie hier. Wo sind die? Ah. System gedrosselt. Ach, hier ist wieder so ein Stück. Ja, ich sehe das schon. Der da oben ist auch down. System wiederhergestellt. Ja. Achtung! Komm mal ein bisschen rüber. Die heile Mann ist down. Sehr schön. Okay, der ist down. Hier ist irgendwann rotet. Warum? Nee, hier ist nichts mehr. Warum leuchtet das rot hier am Boden? Abschießen, wenn sie was sehen. Im Moment sehe ich nichts, aber. Ich habe wieder Munition bekommen. Ja, ich gehe mal nach oben. Ja. Hier ist auch eine Kiste. Komm mit hoch. Hier liegt auch noch was. Also bis jetzt saubere Arbeit. Ja, oh, das Gewehr glüht hier. Gucken Sie mal. Ja. Nicht anfassen, das ist heiß. Aber Würstchen können wir darauf grillen, oder nicht? Ah. Kennen Sie die Berner Würstchen? Kennen Sie? Ah, Würstchen. Sie auch von Essen zu. Ja, aber Sie sagen es aber, kennen Sie denn die Berner Würstchen? Nee, Berner nicht. Also das sind leckere Würstchen mit Speck umwickelt. Aha. Richtig lecker. Kennt ihr die? Ich kenne die nicht. Oh, die sind lecker, Leute, die sind so lecker. Nee, dann machst du die schön in der Pfanne, dabei Püree dabei, sehr lecker. Können Sie aufhören, von Essen zu reden? Haben Sie Hunger? Mhm. Ich auch. Eine Menge Hunger. So, weiter geht's. Oh, Moment, hier ist auch noch was. Ist er eben schon wieder. Andersrum. Das andere hier. Das andere hier? Das andere hier. Wo ist er jetzt hier? Hier! Hier? Kommen Sie zurück. Da! Da sind Sie. Da oben. Wir müssen jetzt da hinten weiter. Ne? Wir können doch mal hier rumlaufen. Da finden wir hier noch was. Hier rum, hier war ich auch noch nicht. War hier noch was. Aber nein. Das ist die Mission, wo dann der komische. Ja, ich weiß wieder. Ja, Sie wissen. Diese Ladung verfolgen mussten, wo dann nachher oben am. Ja, genau. Ja, genau. Boschi kam da. Genau. Hier ist ein Mond. Cool. Ich hab Scharfschützenmunition bekommen. Das ist sehr schön. Cool. Weiter geht's. Irgendwas glüht bei mir hinten rot. Am Rucksack. Gucken Sie mal. Gehen Sie mal vor. Gucken Sie mal. Ja, da ist was. Was ist das? Was ist das? Drehen Sie sich mal um. Haben Sie das auch? Nee. Drehen Sie doch mal um. Doch, ich habe es auch, aber es glüht nicht rot bei mir. Hier glüht es rot. Warum? Was ist das? Haben Sie irgendwas. Nicht so stark oder so? Ich kann ja noch mal nachschauen, aber. Weiß nicht, vielleicht glüht das deswegen rot, weil ich eine neue Waffe bekommen habe oder so. Nee, das ist. Noch nicht, nee. Sieht komisch aus. Ich guck mir das gerade genau an, aber. Vielleicht ist das der Killerinstinkt und der ist jetzt am Burn. Oh, scheiße. Wo liegt Ihr Problem? Da kommen welche. Ich bin hier nur durchgegangen. Ich wollte nur mal gucken. Die kommen jetzt, Herr Ochsen. Bleiben Sie schnell im Einsatz. Ich meine. Ja! Ich wollte doch nur Hallo sagen. Ich meine, nur mal gucken. Was soll's nachladen? Da kommen welche von der anderen Seite, die umgehen uns.
Hab ich. Sie kommen über die Flanken. Hier kommt über die Flanken. Lebensfunktionen kritisch. Schieß noch mal drauf! Ich hab hier so einen gelben, den ich erstmal wegmachen muss. Nichts im Visier. Okay, der gelbe ist weg. Der Geschützturm. Der macht nichts. Ja, ist klar, der Hund kommt natürlich zu mir. Ist klar. Ist klar. Aua, aua, aua. Sich verloren. Und weg, oder? Ah. Oh nein. Ja, die kommt zu mir, die kommt zu mir. Schau da. Der Hund ist bei mir. Okay, ich hab verstanden. Der Hund ist bei mir. Ja, der Hund ist bei ihm. Ja, klar, der ist bei mir. Ah, der kommt hier nicht durch. Ich kann jetzt von hinten. Warten wir mal. Da, stimmt. Ah, dann ist er da hinten rübergegangen, ne? Ja. Rück mal ein bisschen vor. Boah, was ist das? Laufen Sie nicht so weit vor. Ich lauf nicht vor. Ich, hab den Hund erwischt. Und die Säcke, die kamen alle von hier, ey. Ja, die sind ja alle rübergekommen. Aber wir haben sie niedergemacht. Eliminiert. Kann man das auch nennen? Ja. Also nochmal, um auf die Würstchen zurückzukommen. Ja, genau. Die sind sehr lecker bestimmt. Die sind sehr, sehr gut. Also Berner Würstchen sind wirklich leckere Würstchen, die umwickelt sind mit Speck. Mit Frühstücksspeck. Guck mal hier das Bild. Schön. Schau mal, ist ne? Das gemalt, ne? Guck mal. Die Strukturen sehen sie richtig. Ja, Ölfarben. Auf jeden Fall werden die dann richtig schön in der Pfanne. Ne? Bleiben sie auch, rennen sie nicht so weit vor. In der Pfanne werden. Hier noch mal gucken. Hier ist auch noch was. Ja, warte, ich guck mal hier rein. Ah, hier ist auch noch was. Also in der Pfanne auf jeden Fall werden die dann gebraten, ne? Und Speckmantel. Speckmantel. Und wenn sie dann sich noch lecker Püree dabei machen, oh, hören sie auf, hören sie auf. Ist das richtig, richtig. Oh, hören ich möchte. Auf, hör auf. Ich werd schon hier. Das ist richtig bekömmlich. Das schmeckt sehr, sehr gut. Und wenn sie dann noch ein bisschen Butter in der Pfanne auslassen, oh, jetzt ist gut. Ist das richtig, also so richtig, verstehen Sie? Oh, ich merke schon. Wenn wir hier durch sind, dann müssen wir mal ein leckeres Essen veranstalten. Und Sie kochen, Herr Roxen. Könnt ihr auch. Ich guck mal eben nach, ob ich was Besseres. Ja, ich schaue auch mal eben nach. Ach, Leute, Leute, Leute. Aber diese Rocklady. Was denn? Ich nehme mal jetzt den Waffenschaden wieder, den alten hier. Weil ach, was denn? 4,9, das ist. Der ist auf jeden Fall stärker hier. Man sieht ja selber hier. 4,9. Wo ist die Waffe, die ich jetzt da habe? Das G28 ist ein Schadengewehr. Hat aber nicht so viel Schaden, aber mehr Punkte. Hm. Ja, und das Einzige, was das ist, das Scharfschützengewehr, hat natürlich. Was ist denn SPM? Schaden pro Sekunde. Ja. SPM, Schaden pro Minute. Hattet mehr, viel mehr. Und Magazin 20 Schuss statt 7. Das ist natürlich Pistolenschaden. Aber der Schaden ist halt höher, die bei der Waffe, die ich habe. Ah, die hat ein Talent. Das Anwenden eines Status erhöht den gesamten Waffenschaden 20 Sekunden lang um 18%. Ja, das muss man wissen. Soll ich die? Kiste? Oh, ich habe zwei Kisten. Schein. Aber die ist schwächer. Oh, 5,7 Schaden. Ja, geil. Ich habe zwei Kisten.
Also ich behalte die, die ich habe. Und noch Hohlspitz geschossen. Da ist es denn wahr. Und wie das hier weitergeht, Leute. Oh, warten Sie. Ja. Ja. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Genau, wie die Berner Würstchen gemacht werden. Bis dann. Tschüss.